Freitag, der 13. ist für Abergläubige ein Pechtag. Wir haben uns mal auf dem Airbnb One umgehört, was den Festivalbesuchern auf dem Campingplatz schon so alles schiefgegangen ist. Katze haben wir noch nicht gesehen, aber man weiß ja, also ich habe so ordentlich Bier geschenkt bekommen. Also Freitag der 13. ist mein Glückstag. Meine Anlage ist Schrott gegangen, die ich mitgenommen habe. Das ist uns gar nicht bewusst gewesen, aber bis auf dass mich so ein Typ mit heißem Wasser, also mit kochendem Wasser bekippt hat, ist mir noch nichts passiert. Also passt. Und dir? Nee, mir ist auch noch nichts passiert. Nö, ich habe alles gewonnen. Bierpong, alles Mögliche. Einer der Main Acts am Freitagabend ist Armin van Buuren. Wir treffen den Niederländer backstage und fragen auch ihn, ob er abergläubig ist. Am I superstitious? Not really. No. I do believe. Ich bin nicht wirklich abergläubig. Ich glaube an Symbole wie Weihnachten. Ich glaube an die Energie von der Gemeinschaft untereinander. Wenn wir Weihnachten feiern, feiern wir die Liebe. Wir essen zusammen, wir beschenken uns, wir haben einen Weihnachtsbaum. Ich glaube, es macht aber ein bisschen Spaß, auch abergläubig zu sein. I think it's fun to be a little superstitious. Am Abend dann auf dem Stage schlägt das Unglück doch zu. Während seines Auftrittes fällt gleich zweimal der Strom des Mainstages aus, doch der fünfmalige Top-DJ der Welt nimmt es gelassen und feiert mit den rund 50.000 Partygästen weiter. Nach kurzer Zeit ist der Strom auch wieder da und die Party kann weitergehen. Vielleicht ist ja doch etwas dran an diesem Freitag, den 13.